Hallo und herzlich willkommen zurück zu Edna bricht aus. Ich bin der Panther und wir sind hier das letzte Mal stehen geblieben. Und ja, in der letzten Folge haben wir Gruppentherapie gemacht und wurden geheilt. Ja, und ich weiß jetzt, was wir noch machen können. Und zwar hätten wir eigentlich nur, glaube ich, das mit Adrian machen müssen. Bei der Gruppentherapie. Denn ich gehe jetzt noch einmal zu König Adrian. Wo laufe ich eigentlich gerade hin? Ich glaube, ich bin hier richtig. Ja, ich gehe dann hier lang. Und gehe noch einmal über den Kontrollding. Dingensen. Denn da geht's schneller. So, zack. Oh oh. Oh oh. Hey, hier ist nicht. Gut, ja, ich bin schon weg. Ich bin schon. Alarm! Was gibt da was? Ja, bla 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 bla. Schnauze. Gut. So, lass mich jetzt bitte durch. So, und hier bleibt. Ja, schön für dich. Sau. Nein, hast du nicht. So. Dann einmal zu König Adrian. So, bist. Ich will noch einmal versuchen, eine goldene Medaille. Ah, als wievielter wurdest du beim Sport eigentlich immer ausgewählt? Als erster. Was denn sonst? Ha! Und was für ein Haustier hattest du? Einen großen, bissigen Hund. Halt, nein. So ging das nicht. Welche Farbe hatte er? Was soll das hier werden? So eine Art Therapie? Eigentlich ja schon. Ja. Dann sag du es mir. Welche Farbe hatte er? Ja super. Ich muss mal schnell den Zettel nochmal suchen. Wo war denn das jetzt? Habe ich den noch? Ja. Zum Glück bin ich zu faul, um meine Zettel wegzuschmeißen. gut, Adrian hatte ein... Eigentlich hatte er eine rote Katze, aber gut. Und ein... Na super, Gehhund. Grün oder gelb? Der Hund war, glaube ich, grün. Ja, die Ratte war gelb. Grün. Glaube ich. Ha! Weit gefehlt! Als wie? Als er... Ha! Okay, ja, ja. Ja, ja, ja. Da. Rot. Wow. Ups. So verstanden. Und alles ist plötzlich viel klarer. Ja. Ich wurde zweimal hintereinander von ein und demselben Blitz getroffen. Und aus Hilflosigkeit habe ich eine Kontrollpsychose entwickelt. Sollte es wohl lieber ruhig angehen lassen. Nicht alles muss meine Kontrolle unterliegen. Genau. Ist ja super. Danke. Okay. Habe ich gern gemacht. Wir sagen, welche Farbe sein Hund hat. Und er sieht alles viel klarer. Ist ja logisch. Gut, ich will noch einmal versuchen. Gut, Kopf. Tatsächlich. Ja. Kopf. So, jetzt versaut das bestimmt dich. Ja, jetzt versaut das bestimmt. Hippe auf. Was ist das? Das kann nicht Ui. Sein. Es ist Kopf. Was hat das zu bedeuten? Naja, zuallererst bedeutet es wohl, Edna ist der King. Edna ist der King. King, 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 King. Gib mir die Medaille, du Kanaille. Dein Thron gehört jetzt mir. Ist ja super, wir haben gewonnen. Sehr schön. Wow, die Medaille ist tatsächlich aus echtem Gold. Ja. Erfolg freigeschaltet, König des Aufenthaltsraums. Okay, ja, wir haben ihn besiegt. Wir haben ihn mit der Therapie, mit der Macht des Therapies geschlagen. Aber gut, hier haben wir die Goldmedaille, die wir später schmelzen müssen, um den Generalschlüssel zu bekommen. Aber gut, dann werde ich jetzt erstmal, wo ist die Cocktailkarte? Da. Zack und zack. Was soll ich schreiben?
Kaffee, Wasser, Biggidi Baggidi Bu, Komplettlösung. Dr. Marcells Paradies-Cocktail mit Schirmchen. Biggidi Baggidi Bu. Biggidi Baggidi Bu. Okay. Hat er jetzt Biggidi Baggidi Bu geschrieben? Mann, der Barmann hat die schlimmste Sauklaue seit Bruce Lee. Bruce Lee hatte die Tigerkralle, Edna. Kein Wunder, dass er nicht leserlich schreiben konnte. Ja. Okay, gut, dann würde ich mal sagen, ja, wir müssen jetzt wieder scheiß Wäschelift fahren. Das kotzt mich an irgendwie. Wäschelift ist scheiße. Können die keinen Aufzug oder sowas hinmachen? Das muss ja Wäschelift sein. Wir hatten einen Wäschelift. Heutzutage gibt es Aufzüge, kein Wäschelift. Ich weiß nicht mal, ob es überhaupt mal Wäschelift gegeben hat zum Fahren. Das ist irgendwie, ja, nicht ganz so super. Aber gut, nein, wir sind hier falsch, denn wir müssen noch einmal fahren. Und los geht's. Vor allem kann man nicht mal den Standort auswählen, wohin man möchte. Man muss immer zweimal fahren, um dahin zu gehen, wo ich will. Da kommt der nächste Ausgang. Ja, der nächste Ausgang, super. Zack, und Magie. Ein bisschen Magie. Der, ja, Herr Mantel duscht immer noch. So, zack. Und mir fällt gerade ein, ich bin dumm. Und bin falsch gelaufen. ja. Ich bin falsch gegangen, ich bin irgendwie behindert. Ich bin ein bisschen verpeilt gerade irgendwie. Ja. Yes. Oh oh. Ja, bla bla bla. Ja, ich bin schon weg. Nicht so. Alarm. Bla 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 bla. Bla bla. So, Schnauze, Schnauze. Nein, du hast es nicht vermasselt. Gut, jetzt zum Barmann. So, der Barmann müsste hier sein. Nein, das ist falsch. Dann ist der Barmann hier. So, und jetzt noch einmal da lang. So, dann einmal einen Drink bitte. Barmann, einen Drink bitte. Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich, was soll's denn sein? Ein Biggidi-Baggidi-Boo. Einen Biggidi-Baggidi-Boo, bitte. Steht nicht auf der Karte. Und wie das auf der Karte steht. Lass mich mal sehen. Witzbold, das ist nicht meine Handschrift. Das hast du selbst drauf geschrieben. Gib es zu. Super, wir brauchen jetzt seine Handschrift oder was. Ah, können wir... Ups, das... Ah, doch. Handschrift fälschen mit, ja, dort... Ja. Ich glaube, die Handschrift vom Barmann könnte ich lernen. Jawohl. Immerhin ist er offensichtlich Legastheniker. Er schreibt selbst Stinkdrink mit 3x. Okay. Ja, hast du die jetzt gelernt? Ja, da sind 3x'en. Beste Handschrift ever auf jeden Fall. Gut, jetzt zack. Hallo? Und? Hallo? Barmann, Unterschrift mit Cocktailkarte. Was soll ich schreiben? Jetzt ein Komplettlösung XXX. Nicht schreiben. Wasser, Kaffee. XXX. XXX. Okay. So, jetzt einmal mit... Einmal einen Drink, bitte. Barmann, einen Drink, bitte. Einen Drink, bitte. Aber natürlich. Einen XXX, bitte. Einen XXX, bitte. Steht nicht auf der Karte. Was? Lass mich mal sehen. Tatsächlich. Was ist bloß in mich gefahren? Da habe ich doch die Zutaten gar nicht. Wo zum Teufel bekomme ich jetzt zum Beispiel Hackfleisch? Ja. Entschuldige mich, ich muss in den Keller, um meine Flinte zu holen. Ja. Der ist so blind. Okay, im XX-Drink ist also Hackfleisch drin, ist ja köstlich. Und er holt jetzt seine Flinte, okay, ja. Ja, nehmen wir mal die Schaufel, den Löffel. Ich möchte den Riesenlöffel. Hui. Jetzt haben wir einen Schaufel, okay. So, damit können wir dann zum Ding.
Ja, jetzt müssen wir... Jetzt müssen wir wieder Wäschelift fahren. Das kotzt mich an. Ich mag den Wäschelift nicht. Ich kann den gar nicht leiden. Der ist hier immer noch so nervös. Dim, dim. Aber die Musik mag ich vom Wäschelift. Beste Musik ever, auf jeden Fall. Sehr toll. Aber gut, jetzt, ja, nächster Ausgang. So, jetzt noch einmal fahren. Los geht's. So nervig, immer hin und her mit dem Wäschelift. Aber in der Folge kommen wir gut voran. Das gefällt mir. Sehr. Da kommt der nächste auf. Ja. So, und einmal mit ein bisschen Magie da hinspringen. So, und zack. Dadurch. So. Ich glaube, da war der Almilio, oder wie der heißt. So, Mama Mia. Jetzt. Hier, wir haben dir einen Riesenlöffel mitgebracht. Mit Loch. Ich hab das für Hallo? Dich. Bist du noch da unten? Emilio. Hola. Was gibt es? Ich habe endlich einen Löffel für dich gefunden. Das soll ein Löffel sein? Muss wohl. Der Barmann hat damit seine Drinks umgerührt. Ah. Was soll's? Bis du einen richtigen Löffel gefunden hast, muss der halt ausreichen. Danke für deine Mühe. Der nimmt lieber einen Löffel statt eine Schaufel. Ist ja super. Ja, kann ich jetzt Ton haben? Vielleicht, ich glaube, ich muss erst einmal hoch. Dann wieder runter. Ja, hier, Erdhaufen. Nehmen, zack. Ui, sehr schön, Erdhaufen. Ein bisschen Erdhaufen ist immer schön. So, Tonerde. Gut, damit müssen wir dann irgendwie eine Form machen oder sowas. Tonerde. Das können wir, glaube ich, noch nicht. Vielleicht reicht die Temperatur tatsächlich aus, um das Gold zu schmelzen. Ja. Aber wenn ich es einfach so da reinwerfe, dann ist es futsch. Gut, wir brauchen irgendwas, um das draufzulegen, dann da rein zu tun, glaube ich. Und ich glaube, Handschuhe oder so. Ah, wir haben Topflappen, ja. Gut, Tonerde funktioniert, glaube ich, nicht. Tonerde müssen wir, glaube ich, da nicht reintun. Das kann so noch lange nicht gebrannt werden. Okay, wir brauchen, glaube ich, den Abdruck vom Schlüssel jetzt. Und dafür müssen wir irgendwie auf den Monitor WC bilden. Und ja, ich weiß aber immer noch nicht, was das eine da für ein Raum ist. Ich gehe einfach nochmal zum Herrn Blase. So, zack. Zum Gang, bitte. So, und dann einmal ganz hoch zum Blase. Zur Blase. So, zack, noch weiter hoch. Noch weiter hoch. So, hier, hallo Blase. So, guten Tag. Also. Ja, was ist das da für ein Raum? Ich glaube, da muss ich noch Licht ausmachen. Oder ich glaube, das da ist auf jeden Fall richtig. So, muss ich die zwei noch ausmachen? Oder muss ich das nur noch das da ausmachen? Ich weiß nicht, das da muss doch, glaube ich, auf jeden Fall anbleiben. Ich glaube, das da muss ich noch, was ist das für ein Raum? Ich erkenne das. Kann es sein, dass es das Essenssaal ist? Ich glaube, das ist Essenssaal. Wenn nicht, dann versuche ich es mal einfach die beiden auszumachen. Bei Professor Nock und Ding. Bei Professor Nock und dem... Ja, den Kinderding. Mit, die Malecke, sage ich jetzt mal, oder den Malraum. So, aber auf jeden Fall will ich erstmal zur Küche oder zum Essenssaal gehen. Schön. So, kann man hier irgendwo denn das Licht ausschalten? Weil ich glaube, das ist es.
Aber hier kann man nirgends das Licht ausschalten. Also wird das hier wohl nicht sein. Versteckschrank. Ja, dann werde ich mal versuchen. Beim Barmann. Ja, gehe hier durch. Dann werde ich versuchen, beim Ding auszumachen. Bei Professor Nock. Und beim Spiele- oder Malraum. Bei dem Bienenkostümmann. So, dann gehen wir erstmal hier wieder durch. Geh viel schneller wie der scheiß Wäschelift. Oh oh. Ja. Hey, ja. Hier ist nicht ja. Ich bin schon weg. Nicht so. Bla 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 bla. Schnauze. So. Schnauze, Schnauze. Und nein, du hast es nicht vermasselt. Gut. Dann gehen wir erstmal zu Bienenmann. Der Bienenmann ist hier. So, können wir hier überhaupt Licht ausmachen? Ich glaube nicht. Nein. Ja, wo war das noch? Bei Professor Nock. Ich gehe da mal zu Professor Nock, mach da das Licht aus. Ich habe keine Ahnung, wie wir das machen sollen mit dem WC. Ich mache hier erst einmal das Licht aus. Zack. Den Fernseher müssen wir, glaube ich, nicht ausmachen. Ja, dann gehen wir mal wieder zu denen. Gehen wir mal wieder zu Blase. Und ich würde sagen, wir schauen in der nächsten Folge, wie wir das anstellen mit dem WC oder ob wir irgendwas anderes machen können. Aber ich hoffe... Ja, dann hoffe ich, euch hat die Folge gefallen. Ich würde mich über eine positive Bewertung freuen, über einen Kommentar. Und lasst ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Dann, ja, bis zur nächsten Folge, euer Panther. Dann ciao.